So, herzlich willkommen. Ich darf heute ein paar interessante Inhalte über Integrationstests erzählen. Wie wir bei OpenTalk daran arbeiten, Integrationstests an den Start zu kriegen. Kurze Hintergrundinformation: Wer sind wir als OpenTalk? OpenTalk GmbH gibt es seit 2021. Wir sind das jüngste Mitglied in der Heinlein-Gruppe, die vielleicht einigen im Publikum was sagt. Bei Heinlein gibt es Consulting und Training für alles rund um Linux und Mail, da gibt es viele Schulungen. Heinlein betreibt Hosting und Heinlein betreibt auch den Mail-Anbieter Mailbox.org. OpenTalk hat aktuell ca. 25 Mitarbeiterinnen. Wir arbeiten größtenteils remote zusammen. Aktuell im Aufbau ist ein umfangreicheres Partnervertriebsnetz und mein Kollege Daniel Zielke hat mich gebeten, kurz den Aufruf zu starten, falls jemand Interesse hat, zusammenzuarbeiten als Partner, gerne einfach melden. Und OpenTalk ist auch im Fediverse zu finden. Und damit gehen wir gleich weiter. Kurz Hintergrund zu mir. Mein Name ist Wolfgang Silbermeier. Ich bin freiberuflicher Entwickler, arbeite seit September 2022 hauptsächlich mit OpenTalk zusammen und meine aktuellen Tätigkeiten sind einerseits die technische Leitung des Backend-Teams und ein anderer Themenbereich, der viel Zeit in Anspruch nimmt aktuell, ist das Release-Management. Meine Ausbildung, ich habe Embedded Systems Design Master 2009 abgeschlossen an der FH Hagenberg. In diesem Themenbereich bin ich trotz allem, auch wenn wir einiges an Hardware-Nähe da hatten im Studium, mehr zu Hause im Softwarebereich. Seit 2015 arbeite ich mit Rust. Ich bin aktiv bei der Voralpen Linux User Group seit 2001. Wir treffen uns zwar nicht häufig, dafür regelmäßig, einmal im Monat, und ich bin ebenfalls im Fediverse zu finden unter dem Namen Silvol. Und damit ganz kurz zum Projekt selbst. Was ist OpenTalk? OpenTalk hat das Ziel, ein modernes Webkonferenzsystem zu sein. Und dabei verfolgen wir Usability, Stabilität zu bieten, gleichzeitig sinnvolle Funktionen, DSGVO-Konformität und auch entwicklerfreundlich zu sein. Nur ein kurzes Imagebild, damit man es mal gesehen hat, so sieht die Oberfläche aus, wenn man es verwendet. Und noch kurz die Eckdaten: Das Frontend ist in TypeScript geschrieben, Backend ist in Rust geschrieben, der Code ist auf der GitLab-Plattform opencode.de verfügbar unter der EUPL2 und die Dokumentation findet ihr unter der Domain docs.opentalk.eu, sowohl für Nutzer als auch für Admins, als auch für Entwickler, wobei die Entwicklersparte noch etwas rudimentär ist, sage ich mal, da haben wir Verbesserungsbedarf. Eines der hilfreichen Features, die ich ganz gern mag, nur so als Teaser, ist die Coffee Break. So, man hat ein Meeting, das etwas länger dauert, sagt manchmal schnell 5 Minuten Pause, startet der Moderator die Coffee Break und man sieht diesen Schirm, kann aber gleichzeitig wieder reingehen in die Konferenz, wenn man vorher schon ein wenig sich unterhalten will. Ja, wie ist die Architektur dieser Software? Das ist natürlich nicht einfach nur ein einzelner Service, sondern das ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Services. Da haben wir zunächst mal das, was der Benutzer verwendet, den Browser. Der Browser holt sich vom Webserver statische Inhalte, darunter eben die CSS-Dateien, die JavaScript-Dateien, die HTML-Dateien, was auch immer nötig ist, um das Frontend darzustellen.
Er kommuniziert mit der Komponente, die wir OpenTalk Controller nennen. Der Controller hat eine Web-API, über die werden die Informationen abgefragt, zum Beispiel, welche Meetings gibt es, in welchen Räumen finden die statt, wie ist der Terminkalender dafür, wer ist eingeladen und so weiter. Und gleichzeitig übernimmt er auch das Signaling. Signaling ist das, was während der Konferenz stattfindet. So beispielsweise Nutzer hat eine Chat-Nachricht geschrieben, Nutzer wird gekickt, weil er sich nicht gemäß den Richtlinien verhalten hat, aus dem Meeting raus und all diese Dinge, die halt während dem Meeting, genau, Nutzer hat sich entmutet oder gemutet. Diese persistenten Daten über die Events, welche Events gibt es, welche Räume gibt es, und der Terminkalender ist alles im Postgres gespeichert. Die Laufzeitdaten sind im Redis gespeichert und von diesem Controller können mehrere parallel laufen. Das heißt, man kann die auch load balancen, indem man davor einen Reverse Proxy schaltet. Und dann gibt es noch die Komponente der Video Bridge, die ist nicht von OpenTalk entwickelt, sondern die gibt es bereits von anderen Entwicklern unter dem Namen Janos. Der Browser spricht über das WebRTC-Protokoll mit dieser Video Bridge und handelt dort aus, welche Videoströme er sehen will, welche Videoströme er schickt. Der Controller weist die Video Bridge quasi an, über den RabbitMQ so verschiedene Videostreams anzulegen und wieder wegzunehmen und all diese Informationen. Der Browser verbindet sich auch mit dem OIDC-Provider für die Authentifizierung. Das ist bei uns aktuell noch ausschließlich der Keycloak. Wir arbeiten daran, diese strikte Dependency zu lösen und eine breitere Auswahl an OIDC-Providern anzubieten. Und dann gibt es noch ein paar weitere Komponenten. Der Recorder, der ist zuständig dafür, wenn ein Meeting aufgenommen wird oder auch wenn es live gestreamt wird. Das übernimmt der. Dann gibt es den Mailer, der informiert eingeladene Accounts per Mail über die über die Events, über den Schedule und so weiter. Und dann gibt es noch ein SIP-Einwahl, das ist, wenn man per Telefon teilnehmen möchte an der Konferenz. Ganz grundsätzlich gesehen, wir haben hier diese beiden strichlierten Linien. So ein Recorder oder ein SIP-Service, die nehmen im Prinzip als unsichtbarer Nutzer genauso teil wie alle anderen Nutzer und ziehen sich aus diesem Ablauf die Informationen raus, die sie brauchen, um das Meeting aufzuzeichnen oder halt per Call-in teilzunehmen. Eine kurze Exkursion in den Bereich Software-Tests ganz allgemein, einfach damit wir auf dem gleichen Informationsstand arbeiten. Ganz grundsätzlich vorweg, es gibt da sehr viele unterschiedliche Nomenklaturen und jeder nennt diese Testformen ein wenig anders. Das mal vorweg, ich habe halt hier Nomenklaturen genommen, wie ich sie gängig kenne und im Internet auch wiedergefunden habe. Es gibt die Testpyramide von Mike Cohn, die stellt im Prinzip die verschiedene Bandbreite der Testarten dar. Unten davon sollte es prinzipiell am meisten geben, gibt es die Unit-Tests. Das sind typischerweise, die sind typischerweise schnell und stark voneinander isoliert. Dann gibt es dazwischen so einen Bereich Service-Tests, das sind die, die ich auch eben unter dem Namen Integrationstests kenne und ganz oben gibt es dann UI-Tests, also User-Interface-Tests, beziehungsweise auch häufig unter dem Namen End-to-End-Tests geführt. Die beinhalten dann das gesamte System inklusive der Browser-Oberfläche, wo man im Prinzip dann, wenn man es automatisiert, auch virtuell Klicks auslöst und Tasteneingaben. Genau, damit fangen wir mal an. Also das gesamte System wird getestet, wie schon gesagt, bis hin zum Browser. Die Automatisierung davon ist allerdings
meist etwas schwierig und gleichzeitig ist eine gute Testabdeckung hier komplex, weil, ja, wie schon gesagt, es gibt eben die Möglichkeit beispielsweise die Dienste zu clustern, also parallel mehrere Instanzen davon laufen zu lassen. Man will das mit einer einzelnen Instanz testen, man will das auch mit mehreren testen. Genauso ist zum Beispiel der SIP-Call-In optional oder auch der Recorder. Man will mit diesen Diensten testen, man will auch ohne diese testen und dadurch wird halt einfach die Bandbreite an Konfigurationen, die man abdecken müsste, relativ groß. Nichtsdestotrotz sind auch diese Tests wichtig. Sie können nur nicht in der Tiefe stattfinden regelmäßig, wie es oft wünschenswert wäre. Genau, die nächste Stufe sind die Service- bzw. Integrationstests. Da werden Teile des Systems im Verbund getestet. Also das heißt, mehrere Services werden zusammengeschaltet. Gleichzeitig kann man aber Services weglassen, Services quasi vortäuschen, indem man Fake-Services mit reinnimmt. Und die automatisierten Tests, die man da implementiert, die kommunizieren halt direkt mit den Services. Das heißt, kein User-Interface sichtbar oder im Normalfall zumindest nicht. Und diese Services werden quasi beauftragt, etwas zu tun oder es werden Informationen von diesen Services abgefragt und dann gegengeprüft gegen den gewünschten Zustand. Ganz unten in der Pyramide haben wir noch die Unit-Tests. Da werden wirklich einzelne Software-Module getestet. Das geht so weit, dass man halt dann im Prinzip mittels Mocks und Dummies Code-Teile vortäuscht. Also ähnlich wie man auf der Ebene drüber einzelne Services vortäuscht, kann man halt hier Modulen quasi andere Kommunikationspartner unterjubeln. Diese Tests leben meist direkt im Quellcodebaum der Software, kommen komplett ohne externe Services aus, sind einfach auf den Continuous Integration Systemen einzubinden und folgen dem First-Prinzip. Und das habe ich noch mal kurz ein wenig erläutert. Das First-Prinzip spezifiziert die Eigenschaften von Unit-Tests, so wie sie gewünscht sind. Sie sind fast, also schnell. Sie sind unabhängig, okay, Typo entdeckt. Sie sind unabhängig von anderen Tests, also das heißt, wenn ich viele Tests miteinander in dem Quellcode-Tree habe, kann ich trotzdem jeden einzelnen ausführen und es benötigt nicht andere Tests, die ausgeführt werden müssen. Sie sind wiederholbar, also das heißt, wenn ich den Test bei mir auf der Maschine ausführe und dann checkt jemand anderer das Repo aus und führt den gleichen Test aus, sollte er genauso erfolgreich durchlaufen. Sie sind self-validating, also sie erkennen selbst, wenn sie fehlschlagen und teilen das auch mit, beispielsweise indem der Prozess den Exit-Code nicht auf Null return, sondern irgendetwas anderes. Und sie sind thorough, also umfassend. Sie decken möglichst viele Fälle ab, die Gutfälle, die Schlechtfälle, sowie Randfälle und auch Sicherheitsthemen. Beispielsweise, indem man halt probiert, zu lange Zeichenketten reinzureichen und zu schauen, dass dann das System nicht abstürzt, dadurch, dass es zu viel Speicher allokiert oder so. Okay, als ich bei OpenTalk angefangen habe zu arbeiten, zunächst mal eine Bestandsaufnahme. Wo standen wir, beziehungsweise wo stehen wir auch teilweise jetzt noch? Ich spreche jetzt konkret über die Komponente Controller. Dort fanden wir, oder ja, haben wir teilweise noch eine Mischung aus Integration-Tests und Unit-Tests. Das stellte sich so dar, es wird auf dem Rechner, der die Tests ausführt, ein gewisses Set an Services benötigt, weil zu diesen Services wie beispielsweise dem Postgres-Server Kontakt aufgenommen wird und dann werden da Datenbankinhalte verifiziert.
Das muss jeder Entwickler auf seinem Rechner selbst gestartet haben und wir pflegen diese Docker-Komposition in einem separaten Repository. Und auf der GitLab-CI ist das mittels Services abgebildet, das heißt, die CI wird angewiesen, diese Services vor dem Testlauf zu starten. Die Beschreibung ist sehr ähnlich wie ein Docker Compose, aber nicht ganz ident und bildet auch nicht alle diese Funktionen ab. Das bedeutet dann, dass die Abhängigkeiten zwischen den Diensten nicht korrekt abgebildet sind, in der Reihenfolge, wie sie gestartet werden sollen. Und dadurch hatten wir einen Flaky-Test, okay, das kommt dann, glaube ich, noch, einen Flaky-Test, der mal lief und mal nicht lief, abhängig davon, ob die Services in der richtigen Reihenfolge gestartet waren. Die meisten Tests laufen sequenziell und nicht parallel, was ja eigentlich wünschenswert wäre, dass sie parallel laufen, und folglich funktioniert auch manch hilfreiches Tooling wie Cargo Next Test für die Rust-Entwickler unter euch. Funktioniert halt nicht, weil das per se immer parallel ausführt. Genau, Nachteile, wie schon gesagt, Docker-Kompositionen belegen statische Ports, also ich habe da beispielsweise einen Port 8000 zum Beispiel belegt oder Port 8080, dann kann ich den nicht mehr ad hoc schnell nutzen, weil ich im Prinzip immer diese Komposition laufen habe. Diese Services haben auch immer die gleiche Konfiguration, das heißt, ich habe genau einen Postgres mit einem Janus und einem Redis und so weiter, also nicht, wo man flexibel und reproduzierbar was testen kann, also verschiedene Konfigurationen durchtesten kann. Die Abhängigkeiten, genau das habe ich schon gesagt, sind auf der CI nicht abbildbar, das heißt, wir hatten Tests, die mal durchlaufen und mal nicht. Sie dauern relativ lange und wir haben trotzdem keine Integrationstests, die jetzt den Controller, also bei dem Controller so eine gesamte Ablaufkette durchtesten, wie mal einen Request stellen und dann schauen, dass aus der Datenbank die richtigen Informationen zurückkommen. Die Vision, die ich habe zu diesen Tests, sieht so aus: mehr Unit-Tests, also die Abdeckung einfach erhöhen. Gleichzeitig soll Cargo-Test ausschließlich diese ausführen, im Gegensatz zu jetzt, wo halt die Integrationstests durchlaufen, und eine neue Umgebung schaffen, in der wir die Integrationstests gesondert ausführen können. Die liegt zwar im Repo und wird auch mit Cargo-Test ausgeführt, allerdings mit einem speziellen Kommando, weil wir die Tests oder die Testbibliotheken aus dem Workspace rausnehmen als Default, also sie sind zwar Teil des Workspaces, aber sind nicht als nicht Default markiert und damit werden sie beim Ausführen der Tests ausgenommen. Keine vorab gestartete Docker-Komposition sollte nötig sein. Es sollten verschiedene Szenarien möglich sein, um eben diese unterschiedlichen Setups zu testen. Die Integrationstests sollen parallel laufen. Es sollen Aufrufe an die Web-API und an die WebSocket-Session durchgetestet und durchgespielt werden können. Gleichzeitig sollen sich diese Tests auch etwas mehr an diesem First Principle orientieren. Sie sind nicht ganz dort, aber näher dran. Und bei Fehlern sollte es möglich sein, diese Komposition laufen zu lassen, beispielsweise indem ich eine Environment-Variable setze, die dem Test mitteilt, bitte diese Komposition beim Aufräumen übrig lassen und nicht weglöschen. Dann kann ich auch mal mit dem Webbrowser draufgehen und mal interaktiv reinschauen. Und häufig fällt es ja dann relativ schnell auf, wo der Fehler liegt, wenn man einfach mal beim Browser die Kommunikationslogs durchschaut. Manche dieser Container sollten dann auch nur einmal gestartet werden müssen, weil beispielsweise eben der Keycloak in einem Szenario einmal reicht. Der hat keine persistenten Daten, also zumindest keine relevanten. Das heißt, da muss man dann nicht in jeder Komposition mitstarten.
So, jetzt nochmal das Bild von vorhin etwas modifiziert. Die Idee ist im Prinzip Test-Client, das sind die automatisierten Tests. Die laufen auf dem Host und all diese Services oder zumindest diejenigen davon, die benötigt werden, weil nicht jedes Szenario benötigt alle Tests, werden in der Docker-Komposition gestartet. Beispiele, wie solche Szenarien aussehen könnten. Ein simples Standard-Setup mit einer Controller-Instanz und vordefinierten Beispiel-Accounts mit wohlbekannten Namen. Komplexere Setups mit mehreren Service oder mehreren Instanzen von Services, um High Availability oder Load Balancing-Szenarien nachstellen zu können. Da sind wir dann eher in einem Bereich, wo das nicht immer reproduzierbar nachgestellt werden kann, ob ein Test erfolgreich ist oder nicht, weil halt das abhängig davon ist, wie der Load Balancer beispielsweise die Anfragen verteilt. Verschiedene Versionen von externen Services können in unterschiedlichen Szenarien getestet werden. Ich könnte Postgres in verschiedenen Versionen durchtesten. Ich könnte Redis oder künftig dann eine der freien Alternativen da testen, einfach auf, um die Kompatibilität sicherzustellen. Und eben auch Ausfallszenarien beispielsweise, wie verhält sich die Software, wenn der Redis mal ein paar Sekunden nicht erreichbar ist und dann wieder auftaucht. Ja, soweit die Vision. Die Realität, it's complicated. Es ist alles nicht ganz so einfach und ganz so rasch aufzubauen gewesen, wie ich mir das ausgemalt habe. Aber schauen wir mal rein. Herausforderungen, an die wir gestoßen sind. Zunächst mal, in der Software sind ja die Datenstrukturen definiert, die der Server entgegennimmt und die, mit denen er antwortet, die waren direkt bei dem Webservice dabei oder auch bei den Signaling-Modulen und daher nicht separat nutzbar. Da haben wir sehr umfangreiche Refactorings gemacht, indem wir die Typen rausgezogen haben in eine separate Bibliothek, die dann sowohl von dem Service als auch von dem Test genutzt wird. Zusätzlich ist natürlich auch eine Client-Bibliothek sehr hilfreich. Die haben wir auch in die Wege geleitet. Die ist noch im Aufbau, aber wir können schon relativ viel damit machen. Also so Events anlegen, Nutzer dazu einladen und so weiter. All das geht's. Docker in Docker wird benötigt, um eben auf der CI die die Container starten zu können aus dem Docker-Runner. Okay. Und ansonsten noch diverse weitere technische Herausforderungen. Mal schauen, wie viel davon wir jetzt noch abdecken können. Das Software-Design. Prinzipiell ist die Idee, also genau, wir haben da ein paar Entwicklungsiterationen durchgemacht. Die Idee initial war, wir schreiben, also wir legen einen Ordner an, da drin lebt eine Library, daneben ein Compose-File, das die Services abbildet, jeweils in einem Software-Modul und der erste Prototyp dafür war relativ rasch implementiert, hätte den Vorteil, dass Compose-Files auch außerhalb der Tests nutzbar wären, beispielsweise eben um ad hoc schnell das Szenario hochzufahren. Die Nachteile haben sich allerdings relativ schnell gezeigt. Der Wartungsaufwand, diese Szenarien konsistent zu halten, wenn man einerseits die Information im Docker-File, also im Docker-Compose-File hat und andererseits im Code mitpflegen muss, ist relativ hoch. Und die zufällige Zuteilung von Ports ist kompliziert, was bedeutet, wenn jetzt das Compose-File einmal den Port 8080 öffnet, dann kann nicht ein zweiter Test parallel laufen. Okay, kam ein neuer Kollege, Maximilian Fuß, mit ins Team und hat gemeint, ja, warum nutzen wir nicht einfach Test-Containers? Test-Containers
Davon gibt es für verschiedene Programmiersprachen unterschiedliche Implementierungen. Eine gibt es auch für Rust. Da kann man im Prinzip im Source Code direkt die Container starten. Und die Compose-Files ließen sich da auch größtenteils relativ problemlos übertragen. Genau, Vorteile, leicht erwartbar. Code kann über mehrere Szenarien hinweg geteilt werden. Ich könnte beispielsweise ein Szenario definieren, in dem der Postgres variabel ist und in unterschiedlichen Versionen, also quasi ein Basisszenario, und den Postgres tausche ich dann in den abgeleiteten Szenarien aus jeweils. Man kann auch selbst relativ einfach diese Container beschreiben praktisch, sodass das Instanzieren im Quellcode relativ überschaubar ist. Und es gibt auch eine Sammlung dieser Definitionen hier in diesem Test Containers Modules. Crate nennt sich das, genau. Nachteile: Die Projektaktivität war damals, als wir angefangen haben, noch durchaus gut wahrzunehmen. Mittlerweile ist es da ziemlich ruhig. Es scheint sich allerdings seit letzter Woche wieder etwas zu tun dran. Was es nicht bietet, ist eine Funktionalität direkt, um dem Runner mitzuteilen, gewisse Container eben über die Test-Suite hinweg laufen zu lassen, wie ich eben vorhin erwähnt habe, den Keycloak, der nur einmal gestartet werden müsste. Man kann sie im Prinzip über das Ende des Testlaufs hinweg laufen lassen, dann sind sie halt noch da und man muss sie selbst wieder zusammenreimen. Das ist auch nicht, was wir wollen. So, kurze Frage ins Publikum. Wer ist grundsätzlich mit Rust vertraut? Jetzt kommen ein paar Codebeispiele. Okay. Dann erkläre ich das kurz. Okay, nein, das erkläre ich dann später. Das kommt hier nicht vor. Kommt in einem späteren Beispiel vor. Hier ist einfach nur eine kurze Auflistung, also ein kurzes Beispiel, einen Nginx zu starten, also zunächst zu definieren, dann starten, den Hostport, den wir hier eben zufällig generieren, hineinzureichen und dann diese URL aufzurufen und Eigenschaften der Antwort zu testen. Das ist jetzt natürlich kein Test, wie man ihn realistisch ausführen will, weil man will mehr Details der Inhalte überprüfen, als nur, ob die Länge größer als 10 ist. Genau. Dann haben wir noch eine andere Bibliothek gefunden, die nennt sich Docker-Test. Die kann per se schon Kompositionen abbilden. Diese Komposition, die man definiert hat, wird komplett gestartet. Dann wird darauf eine Callback-Funktion aufgerufen, wo man Zugriff auf die Informationen hat, die zur Laufzeit praktisch da angelegt wurden. Die API wirkt auch etwas besser durchdacht als bei Test-Containers. Allerdings, genau, also explizite Unterstützung auch für Docker in Docker. Da muss man gewisse Umgebungsvariablen setzen, damit das ordentlich läuft. Auch die Containerabhängigkeiten sind sauber abbildbar, also welcher Container nach welchem anderen Container gestartet wird. Die Nachteile: Auch hier Projektaktivität seit 4 Monaten circa zum aktuellen Zeitpunkt gar nichts. Und die Verbreitung ist erheblich geringer als Testcontainers. Und dieses Ausfallszenario testen, also Container innerhalb des Tests runterzufahren und wieder hochzufahren, geht durch diese API mit diesem Callback nicht so direkt. Auch hier wieder ein kurzes Codebeispiel. Ähnlich holen wir uns auch hier einen HTTP-Port, in diesem Fall zufällig, definieren, dass wir Nginx starten wollen, warten darauf, dass diese Message auf, also
das ist jetzt, glaube ich, verkehrt, die sollte eigentlich auf STD-Out kommen, reichen den Port durch, sagen dieser Umgebung, also diesem Runner, er soll uns das zur Verfügung stellen. Und hier ist dann diese Callback-Funktion, also das heißt, zwischen dieser geschweiften Klammer und dieser geschweiften Klammer, da werden dann die Funktionsaufrufe ausgeführt. Auch der Code hier ist wieder gleich. Wir machen diesen HTTP-Aufruf und überprüfen Eigenschaften der Antwort. Gut, dann kommen wir zu den technischen Herausforderungen, die wir hatten. Vielleicht überspringe ich da ein paar und machen wir nicht alle ganz im Detail. Ganz kurz, wir haben Nutzer, die nicht Linux verwenden. Da ist es dann natürlich auch nicht trivial, Cargo-Build auf dem Host auszuführen und das dann reinzureichen. Lösung, zunächst mal den Build in einem separaten Container auszuführen und dann rüberzureichen. Nachteil daran ist, man kommt nicht so schön an die Fehlerausgaben aus dem Build. Genau. Ja, ein nicht ganz offensichtliches Problem, wenn ein Host beides hat, IPv6 und IPv4, dann kommt es manchmal vor, dass Docker oder Testcontainers, ich weiß nicht, wo es liegt, genau, dass auf V4 der eine Port geöffnet wird und auf V6 eins höher, der Zugriff schlägt dann fehl, weil beispielsweise auf IPv6 Localhost aufgelöst wird, aber dort der andere Port in Verwendung ist. Lösung oder vielleicht eher, ich würde sagen Workaround, eine random Portnummer suchen, die probieren zu reservieren auf beiden IP-Protokollversionen, schlägt eine der beiden fehl, weitersuchen, das natürlich limitieren, damit keine Endlosschleife entsteht, und diese reservierten Ports behält man dann unmittelbar bis zu dem Zeitpunkt, wo man den Container startet, dann gibt man sie frei, startet den Container und es ist zwar keine hundertprozentige Sicherheit, dass das immer durchläuft, aber wir haben es bislang zumindest nicht geschafft, das zu triggern. Noch ein schönes Issue, auf das wir gestoßen sind, der Keycloak. Der Test-Client holt sich ein Ticket vom Keycloak, weist dieses Ticket dem Controller vor und der Controller gibt es dem Keycloak nochmal zum Überprüfen. Jetzt spricht der Test-Client den Keycloak über diesen gemappten Port an. Bei der Prüfung spricht allerdings der Controller den Keycloak unter seinem Docker-Containernamen an und es scheint so, als würde Keycloak diese URL mit in das Ticket reinkodieren und dann sagt hier der Keycloak, nein, das ist kein gültiges Ticket, das habe ich nicht ausgestellt. Ja, da auch wieder eher ein Workaround als eine Lösung. Ich wusste das nicht, aber ein Kollege hat gesagt, man kann beliebige Subdomains zu Localhost verwenden, die lösen auf dem Host alle auf Localhost auf. Gleichzeitig im Container, wenn der andere Container keycloak.localhost heißt, dann wird die Anfrage rausgereicht an den anderen Container. Das funktioniert soweit ganz gut, allerdings nur auf den Linux-Rechnern, beispielsweise auf macOS schlägt das wieder fehl, aber so sieht es dann aus. Keycloak Localhost, gleichen Port haben wir auch zur Sicherheit, Ticket vorweisen und dann läuft diese Anfrage auf die gleiche URL hin. Ja, wir haben das, was wir jetzt implementiert haben, aktuell in einem Entwicklungsbranch. Ich kann es leider noch nicht noch nicht darauf verweisen, auf die öffentliche Verfügbarkeit, weil wir haben unser Git-Repo nicht nach außen offen. Synchronisieren nach Open Code bislang eben nur Release-Branches, das heißt, das wird dann sukzessive sichtbar werden, wenn wir es einpflegen. Das ist jetzt etwas gekürzt, die echten Tests sehen natürlich länger aus. Das ist jetzt aktuell die Testimplementierung mit Test-Containers. Das Szenario ist etwas, das wir selbst implementiert haben.
Das beinhaltet mehrere Testcontainer-Beschreibungen und startet die alle. Also das ist quasi unsere Schmalspur-Implementierung einer Komposition. Dazu muss ich natürlich die Runtime übergeben. Und hier ist jetzt das, weswegen ich gefragt habe. Dieses Fragezeichen bedeutet in Rust, wann immer ein Fehler hier auftaucht, reiche ihn weiter nach außen, ähnlich wie bei einer Exception, aber nicht ganz gleich. Das heißt, wenn dieser Szenario-Start fehlschlägt, aus welchen Gründen auch immer, dann wird hier aufgrund dieses Fragezeichens die Codeausführung beendet und der Test schlägt auch fehl, also das wird auch an den Test rauskommuniziert. Genau. Dann haben wir einen User. Im Szenario definieren wir eine Beschreibung von eben genannten wohlbekannten Nutzern wie Alice, Bob und so weiter. Wir können dann den aus der Beschreibung heraus verbinden. Dazu haben wir den Keycloak entsprechend vorkonfiguriert, dass der halt Impersonation, also die Ausgabe als anderer Nutzer, zulässt. Fragt dann sein eigenes Profil ab und überprüft, dass der Displayname übereinstimmt. Ein etwas komplizierteres Beispiel. In diesem Fall gibt es jetzt Alice und Bob. Beide loggen sich ein. Bob holt sich seine Information. Da steht seine User-ID drin. Alice erstellt ein Event. Bob versucht, dieses Event zu holen, also abzurufen und erhält einen Error. Alice lädt Bob ein und jetzt funktioniert dieser Zugriff und Bob kann die Informationen zu diesem Event abrufen. Das wäre so ein Beispieltest, der gibt natürlich noch mehr wie mit Nutzer wieder ausladen und so weiter. Jawohl. So, es gibt auch einen Test, der tatsächlich ein Meeting abhält, also wo sich mehrere Teilnehmer einloggen oder einbuchen in das Meeting und dann miteinander kommunizieren, Chatnachrichten schreiben. Der ist allerdings erheblich umfangreicher und länger und komplizierter, deshalb habe ich ihn jetzt hier nicht mit reingenommen. Damit bin ich mal am Ende mit meinem Teil und stehe für Fragen zur Verfügung. Du zuerst. Das waren jetzt alles funktionale Tests. Wie wird es ja nicht funktionale Tests sein? Also Last-Tests, Performance-Tests. Die Frage war, das waren jetzt alles funktionale Tests. Wie geht ihr nicht funktionale Tests wie Last- oder Performance-Tests an? Im Prinzip, denke ich, würden sich die teilweise auch dort abbilden lassen. Natürlich nicht zur Gänze, weil das Requirement hier ist, dass alle Docker-Container auf dem gleichen Host laufen, was ja bei Last- oder Performance-Tests nicht immer das gewünschte Szenario ist. Und ich denke auch, die sollten dann außerhalb dieses Repos liegen und Code-Teile gemeinsam nutzen, um halt die Funktionalität zu abstrahieren. Aber die haben wir bislang auch nicht bei uns im Team implementiert, diese Last- und Funktionstests. Die liegen tatsächlich separat bei anderen Teams, die dann auch auf anderer Infrastruktur ausführen. So, da war noch eine Frage. Genau, also die Frage war, dieses Test-Containers, ist das eine eigene Engine oder eine eigene Funktionalität abgebildet oder ist verwendet das Docker? Das ist genau das. Das spricht einfach mit der Docker-API, entweder über die CLI oder über ein Socket und legt dort die Container an, startet sie, mountet die Volumes rein und so weiter. Die API sieht auch sehr vertraut aus, wenn man die Docker Command Line kennt.
Ja, wenn es sonst keine Fragen gibt, dann denke ich, können wir abschließen, oder? Schönen Dank.